Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen hier bei Total War Warhammer mit mir, dem Oromis, und wir immer noch in einem totalen Irrsinnskrieg gelandet. Ich werde mal hier die Truppen entlassen, weil die Schützen reichen mir da als Unterstützung, weil die Garnison an sich ja schon genügend Nahkämpfer hat, nur nicht genug Schützen. Und zumal ich ja die Garnison auch da... Habe ich jetzt gemacht noch letzte Runde? Natürlich nicht. Ich wollte eigentlich auch die Garnison ausbauen, aber das lassen wir dann doch erstmal. Was können wir denn da... Naja, nicht wirklich was. Das ist in einer Runde fertig. Dann würde ich sagen, Runde beenden. Und beten, dass es nicht in einer totalen Katastrophe endet. Ja, die Vampire haben da riesige Kräfte und das ist genau das Problem, vor dem ich stehe. Vampire sind momentan viel zu mächtig. Und von da oben kommen noch riesige Armeen. Das ist alles so... Das ist ganz uncool. Ah, wieder eine Heldenaktion. Gescheitert wäre. Attentat erfolgreich. Plünderung. Siedlung belagert. Zwei Runden erst. So, warte mal, endlich mal gucken, was war denn das eine da? Nee. Wie jedes Mal ist hier die Rebellion bevorstehend, das ist mir völlig bewusst. Ach, ich mache jetzt den Garnison fest, die Festung verstärkt. I am Prince and Emperor. My orders are to move. So, die Truppen nach da. Die Truppen werden jetzt vorverlegt. Ich kann nur global rekrutieren, das ist so elend teuer. Not likely. What does the Emperor bid? Naja, machen kann ich jetzt sowieso nicht da, nichts dagegen. Ich benutze nicht viel. Oder nichts Effektives. Wie auch immer. Die Situation ist, was das betrifft, so verheerend. Meine Wirtschaftsheinis. Mit denen ist natürlich immer noch... Moment mal, sind die Zwerge vielleicht mit den Vampiren im Krieg? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das finde ich überragend. Weil das macht mir den Weg frei. Wenn die Zwerge jetzt die Vampire da unten massiv vernichten, dann habe ich wirtschaftliche Sicherheiten in dem Sektor. Ja, Karl Franz muss jetzt dringend darunter. In einer Runde ist seine Armee wieder ready. In einer Runde ist er auch zumindest am Kampfgeschehen dran. Und dann muss diese Festung fallen. Da stehen aber noch gute Armeen davor. Also nicht unterschätzende Kräfte. Wenn die Armee aber fällt... Oh, und der hat da was erobert. Sehr gut. Wenn das hier fällt, dann ist das hier oben alles abgeschnitten. Oder ich marschiere direkt nach hier oben und hole mir die gesamte Region. Wobei das nicht, das kann er haben, aber ja, das wäre wahrscheinlich eine lustigere Methode. Ja, ganz ehrlich, lustig. Schatzmeister tot, ich hasse euch so abgrundtief. Ich brauche den Schatzmeister für die Wirtschaft. Ja. Viel mehr. Ach, das hätte endlich gezählt. Äh.
Okay. Dann mal bitte dahin und du einmal darüber. Die sollen nämlich hier das Vampirische unterdrücken, was bei mir jetzt wieder steigen wird, was ungut ist, uncool, wie auch immer. So, ihm werde ich jetzt eine Kriegsanweisung geben. Er soll diese Festung erobern. Ja, und dann würde ich sagen, Runde beenden und beten. Gebete helfen, in dem Fall. Das eine Gute ist, dass die Zwerge jetzt den Vampiren unten den Kampf angesagt haben. Wo natürlich jetzt da oben riesige Vampirhorden auf mich zustürmen. Was echt ungut enden könnte. Aber mein Verbündeter hat auch wieder eine Stadt erobert. Das ist... Alter, um die Stadt wird jetzt ein Kessel gezogen, aber ein verdammt großer. Ich glaube, die Stadt wird das nicht halten können. Plündern, 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 ist mir so klar, denn ich kann dagegen gerade nichts machen. Wo ist denn die Armee hin, die da stand? Ah, die steht in der Stadt drin. Na, dann marschiere ich doch gen hier und hole mir das und fahre ihm in den Rücken. Wenn ich Glück habe, bin ich sogar schnell genug. Dass ich ihm hier noch eine Entsatzarmee schicken kann. Ja, die Stadt kann dem locker standhalten. Momentan bete ich ja hier drum. Weil da ist keine besonders mega mächtige Garnison drin. Das ist das Problem. Ja, ich werde wahrscheinlich doch die Armee hier hochziehen müssen. Und ihn da erstmal im Stich lassen. Und kann auch hoffen, dass er sich hier gegen erwehren kann. Gucken wir mal. Er ist noch nicht rekrutierbar. In einer Runde erst. Verdammt. Gut, es sind die Rebellen. Die Rebellen sind normalerweise auch mit dem in Krieg. Die Rebellen, Rebellen. Wenn überhaupt angezeigt als politische Region. Nee. Normalerweise sind die Rebellen mit allem in Krieg. Das heißt, wenn ich Glück habe, greifen die Rebellen diese Horden an. Und damit könnte es natürlich dann wiederum für mich besser aussehen. Seine zweite Armee marschiert hier, was für mich gut ist. Ja. Kann ich gerade nichts mehr machen. Als beten und hoffen. Und hoffen und beten. So, die Orks wurden jetzt endgültig vernichtet. Und da fängt er schon wieder an. Ich krieg die Krise. Ah, schon wieder tot. Sehr gut. Er zieht sich zurück, die gehen aber runter. Was gut ist, bei mir wird jetzt gegen agentiert. Ah, die Agenten rücken gegen, wie auch immer. Fuck off. Ach, wer hätte es gedacht, dass er tot ist? Der ist inzwischen ja Standard tot. Das ist ja... Der ist ja inzwischen... für ihn heißt tot ja nur noch... Ach. Gut, das ist jetzt keine Katastrophe. Ich bräuchte eigentlich seine Kräfte gegen Vampire. Ich gebe ihm mal die Auftrag, die Stadt zu befreien, dass
er nämlich hier runter marschieren kann wieder. Und da aushelfen kann. So. Oi. Das ist eine kleine Nebenstadt, nur so eine Garnison. Summon the Elector Counts. Trotzdem Autoschlacht und... Hä, ist das eine Hauptstadt? Move! Wieso ist das eine Hauptstadt? Das ist die Hauptstadt, hä? Wieso? Ach, weil die hier das hat. Mann. Yes. By the comet. Buggy. For Heldenhammer. So. Wieso kann ich ja nicht angreifen? Ach Scheiße, ich bin ja noch in der Bewegungsphase. Verdammt, Mist. War calls. Into battle. Ich werde nur kurz laden, weil das hat mir jetzt gerade die komplette Strategie zerhagelt. Ist ja nichts passiert, was sonst... ja, ich weiß, im Normalfall mache ich das so ungern. Eigentlich sollte man es auch nicht machen beim Let's Play, aber das war jetzt gerade einfach pure Dummheit. Meinerseits. It is war. Ist noch. Make haste, men. Nee, ich kann es noch nicht rückgängig machen. My orders are to move. Das heißt, the weak order. Ja, es wird erstmal so bleiben, wie es ist. Fight. Die sollen da Belagerungswaffen bereit machen und er soll beten. So. Scheiße. Entschuldigung, aber mein voller Ernst. Dann muss ich die Runde beenden. Mist, ich wollte eigentlich die Belagerung verhindern. Aber jetzt sind zwei Runden rum. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich da die Schlacht geschlagen und die Stadt fallen. Was jetzt keine Katastrophe ist, weil dann werden die Truppen angeschlagen. Dann könnte ich mit meinem Herr rennen, mit beiden Truppen, da vielleicht zu einem massiven Sieg führen, was wiederum mehr spekulativ als irgendwas anderes ist. Ich hoffe, dass er hat nichts gemacht. Er verhindert auf jeden Fall die Belagerung. Und da kommt mit einem Agenten. Handlampe. Friends of the Empire. Beendet, ja danke. Also noch mehr Minus in meinen Kassen. Oder massiv. Na doch, massiv Minus. Verdammt. Yes. In the name of Magnus. Attack! Ulrich's will! Fight for our nation! Men, war calls! Das will ich im Autogefecht machen, weil ich damit die Verluste bei mir in Grenzen halten kann. The Empire! Now! Wenn in... vier Runden ist die Armee wieder im gesamten Einsatz bereit. Ist natürlich ein absolutes Risiko. Und die Stadt, wie lange hält die noch stand? Vier Runden, okay. Verdammt, ich brauche eigentlich Wirtschaft, ich brauche Geld.
Handelsabkommen bitte. Ja, hier ist einer, der ein bisschen Geld rüber schiebt. In die klammen Kassen von mir. Halleluja. Wobei, da kommt natürlich jetzt auch diese Armee. Das ist eins der wenigen guten Punkte, dass die Armee noch existiert. Problem ist, diese Stadt darf jetzt nicht fallen, sonst verliere ich ihn als Vasallen. Welcome, oldest friends of the Empire. Ich kann es mir nicht leisten, den Krieg zu unterstützen. Ich habe nicht die Kräfte für den Krieg da unten. Das habe ich nicht. Aber ich kann mir auch nicht leisten, den Zwerg zu verärgern. Ach, Scheiße. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, den Krieg. Da stehen auch zu viele Kräfte und ich habe da unten nichts. Nichts, was fähig wäre, dem, was da kommen mag, entgegenzustellen. Sich entgegenzustellen, so rum. Mal gucken, ob die Belagerung jetzt durchgeführt wird. Ich hoffe mal nicht. Noch mehr Kräfte. Alter. Ja gut, die haben jetzt alles, was sie besitzen, in den Krieg hier oben geworfen. Ja, die werden ja auch bald einen Krieg erklären. 3. Und wieder, ey, ich hab die doch erst eine Runde, verdammte Scheiße. Entschuldigung, aber ich hab den Kerl erst eine Runde. Und was passiert? Er wird getötet. Langsam geht er mir gewaltig auf den Sack. Und er kann sich wieder nicht bewegen. Let us move. Onwards. It is time. Yes. Righteous fury upon him. The Empire. Ready! Attack! Move! I refuse. No. Not likely. The Empire! I will marshal the men. To battle! Ich guck mal, ob ich's machen kann. Ja, damit würde ich zwei Armeen komplett ausradieren. Oder zumindest schleifen. Und mir Geld verdienen. Summon the Elector Counts. So, er darf sich zurückziehen. I will not obey. I will not obey. Now. Es steht trotzdem noch drei Armeen da. I'll ignore that. Is it time? Leister, ich weiß nicht, was ich dann will. Ich werde es tun. Die Armee wird da hinstellen. Wenn sie Ex geht, geht sie Ex. Wenn sie überlebt, überlebt es. Hat den Hintergrund, wenn da angegriffen wird, kann die hoffentlich mit eingreifen. No, not until Hexenstar. Und das ist mein Willens, da hinten einzugreifen und da durchzuprügeln, was da auch nur geht.
Was jetzt hier abläuft, ist eine Katastrophe. Und hier haben die Zwerge wenigstens aufgeräumt. Und da ist ja noch diese Armee. Deswegen habe ich den Krieg nicht beigetreten, weil Nullen kann ich nicht mit Truppen versorgen. Nullen hat so eine gute Garnison, definitiv. Aber ich kann, wenn der hier vorbeimarschiert, kann ich nichts machen dagegen. Und das Gute ist, hier brennen die Städte. Wer mit dem Krieg? Ach, der hat auch mit den Vampiren im Krieg. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt werde ich versuchen, hier endgültig hier den Sack zuzumachen. Wenn diese Armeen hier fallen, diese drei Armeen, die Armeen können hier nichts mehr reißen, die vier. Das glaube ich nicht. Es muss zu einem Sieg da unten kommen. Das ist definitiv der Fall. Es muss zu einem Sieg kommen. Und mein Magier, wieder hatte Blitze. Was verbessert denn überhaupt? Erstmal gucken, dann klicken. Achso, oben steht so nächste Stufe. Abkühlzeit minus 15%. Ja, das ist nicht schlecht. Who calls? In drei Runden ist die Armee wieder an... In so vielen Runden ist die Armee erst wieder einsetzbar. Also voll einsetzbar. Aber wir haben zumindest eine Entlastung gesorgt. Jetzt kann ich nur beten, dass die Situation nicht noch mehr außer Kontrolle gerät, als sie schon außer Kontrolle geraten ist. Gut, er zieht von der Burg ab. Er hat die Burg verloren. Nein, er hat die Burg nicht angegriffen, oder? Er greift mich an. Ich ziehe mich definitiv zurück. Selbst wenn er ihn jetzt verfolgt, ist es mir egal, wenn der Ex geht. Er hat die Burgbelagerung aufgegeben. Ja. Und damit opfere ich diese Truppen. Ist zwar schade drum, aber meine Güte, die Belagerung ist aufgehoben. Und das ist das, was mir wichtig ist. Die Belagerung ist aufgehoben. Und damit ist nämlich auch der Kriegszustand hier in einer völlig anderen Situation. Ja, wieder mal toll, es ist toll, wie es da aussieht. I'll ignore that. I am Prince and Emperor. Ob das jetzt so ein kluger Schachzug war, weil da steht noch die Armee und er ist noch ziemlich angeschlagen. Vorteil ist, jetzt habe ich hier die beiden Armeen freigeeist. Ich werde jetzt hier den Magier weiter in drei Runden erst. Will ich eigentlich jetzt schon haben. Er kostet mich nichts, dann hole ich ihn. Er darf wieder fröhlich frisch Truppen rekrutieren. Gut. I will marshal the men. Wie lange hält denn die Stadt überhaupt noch stand? Noch drei Runden. Ne? Easy peasy. Da ist die Belagerung gebrochen. Moving off. Er marschiert hoch. Ja, der Mario hat keinen Sinn. Zumindest an der Front, der wird ja ständig noch ausgenockt. Das ist ja so ätzend. Aber ich sehe schon wieder auf der Uhr, das war's schon wieder mit der Folge. Total War Warhammer und mit dem Ormis, wie ich ihm inzwischen so schön sage, tot dem Ketzern. Nee, tot den Ketzern. Ach, tot dem Deutsch. Naja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Oro.